Okay. Der Lift ist oben, wie es scheint. Jetzt haben wir hier wieder ein paar Dinge, die wir in die richtige Reihenfolge bringen müssen. Sie war im Lift eingesperrt von außen. Er hat hier die Spitzhacke genommen. Also das ist die einzige. Sie kommen hier rein. Zwei. Drei. Ja, das können die auch umgekehrt sein. 4, 5. Honey, he probably ran. Why wouldn't he? Why would he be here? Shit. That was probably a raccoon. No. No, I don't think it was. He's just a kid. He didn't disturb anything. He just found a room in an old house. That's it! Oh boy, is the price. I'm going up there. The sleeper must not sleep. Okay, 1 und 2 stimmt. 3, 4, 5. Honey, he probably ran. Why wouldn't he? Why would he be here? Shit. That was probably a raccoon. No. No, I don't think it was. He's just a kid. He didn't disturb anything. He just found a room in an old house. That's it! Oh boy, is the price. I'm going up there. The sleeper must not sleep. He can't get away. It's the sleeper's time to awake. Missy, listen to yourself. No. I see clearly. The sleeper breathes inside me. You're sick. We all are. Dale, what are you doing? Jetzt kommt das Schloss dran. Dale, what is this? I'm fixing something. Der Vater und Ehemann hat seine eigene Frau umgebracht. Dale, you miserable coward! Let me out! The sleeper demands to rise! The sleeper must wake up! The sleeper must wake up! The sleeper must... Die Familie ist echt krank. Aber so wirklich. Where's Mom? I thought I heard her voice. She's still looking for you. You need to leave. Go through there. Through that water? It kind of looks like it's boiling. No, it's just a simple chemical reaction. It's not actually boiling. Mom! Mom! Where are you? Deal with your brothers. Go, now. I deal with he your brother. Kill his wife. She was no longer who she once was. Neither was he. Something was using all this pain and death. Something was becoming stronger. It's Claude. I deal with your brother. Ihr wisst schon, was das bedeutet.
hat auch seinen Sohn wahrscheinlich umgebracht. Und wahrscheinlich hat er eigentlich... Ich glaube, er hat alle umgebracht bis jetzt. Ich fahre den einfach mal nach oben. Vielleicht bringt das uns irgendwie was in der Geschichte. Ach so. Ja gut, weiter geht's gar nicht. Naja. Einfach eine kranke Familie. Ganz ehrlich. Und ich verstehe immer noch nicht, was es mit dem Sleeper auf sich hat. Wer oder was ist das? Ist das irgendwie eine Art Monster, das in kranken Köpfen umherspukt? I don't know. Okay, weiter geht's eh nicht. Dann müssen wir dort entlang. Ja, hier geht's absolut gar nichts. Ich hoffe bloß, das war's mit dem kleinen Horrorteil. Denn mehr Lust daran habe ich nicht. Gerade, zumindest im Moment. Schon etwas warm hier. Ist ja gut, dass wir keinen Körper haben. I could feel two kinds of darkness here in Red Creek Valley. The first you walked into, and with any luck, walked out of. But the other darkness was deeper, stickier, unknowable. And it wanted me to leave. Der Sprecher ist echt gut. Jetzt sind wir unterhalb des Dammes. Und ich dachte, wir kommen niemals hin. Natürlich müssen wir wahrscheinlich dort hinüber. Aber ich möchte zuerst kurz hier alles anschauen natürlich. Das ist abgeschlossen. Man sieht zumindest hinein. So könnte es hineingehen, aber wird es wahrscheinlich nicht. Und ich mache jetzt halt einfach mal ein bisschen schneller. So renne ein bisschen durch die Gegend hier. Ich denke, dass es hier eh nicht allzu viel zu entdecken gibt. Und ist die Geschichte ja irgendwo entlang. 1901. Also in eine Richtung, bringen möchte. Und warte, kommen wir überhaupt hier? Ach, drüben. Nee. Okay, gut. Und dann ist ja klar, wo wir hin müssen. An der Wand montierte Kiste. Axtförmige Verfärbung. Feueraxtkasten. Axt. Irgendwo im oberen Stockwerk. Ist das Blut? Oh no, ist das Ethan, der dort liegt? Nee, das ist der Bruder.
really dead. Ich kümmere mich darum. Er hat hier die Tür eingeschlagen, zerstört von innen, von außen. Übertriebene Gewalt, Verzweiflung, Wut. Kaputte Tür. Yep, I deal with you, brother. I deal with you, brother. Ist klar. Ungestürzter Stifthalter. Verstreutes Schreibtischzubehör. Etwas hastig genommen. Stift, Bleistift, Brieföffner, Lineal. Brieföffner. Aha. Eine Schere. Im Lift, den man von oben, den wir von oben rufen wollten. Und ich glaube, Opfer in die Enge getrieben. Durchgebrochener Hals, gestochener Hals, keine anderen Wunden, keine Zeichen eines Kampfes, keine Fußspuren im Blut. Ja, wir brauchen die Schere. I deal with you, brother. Yes, yes. Der Vater ist so krank. Der bringt einfach jeden um. Jeden und alles um. Zuerst war es ja... Nee, der Typ auf der Schiene wurde nicht von ihm umgebracht. War ja, glaube ich, der Opa. Oben. Wieso sollten wir jetzt nach oben fahren? Aber die Mutter, der Bruder, dann hat er, glaube ich, den Opa umgebracht. Nee, den Onkel. Egal, ich check da nichts mehr. Auf jeden Fall sterben einfach alle aus der Familie. Außer vielleicht Ethan. Mal schauen. Okay, fehlt immer noch etwas. Aber was? Was kann noch fehlen? Oder wieso sollten wir jetzt nach oben fahren mit dem Lift? So, ich bin grundet... Also, welche Grund hätte er das? Hier kommen wir wahrscheinlich auch nicht rein. Und hier gibt's auch nichts mehr. Auch kein Stein oder sonst irgendwas. Hm. Müssen wir wohl nach oben fallen. Hat wohl alles keinen Sinn. Aber wieso sollten wir nach oben fahren? Wahrscheinlich um zu sehen, wo die Schere herkommt. Oder auch nicht. Diese Aussicht, wow. Sieht schon nice aus. Und die Geschichte ist immer noch etwas so komisch.